Am kommenden Mittwoch, den 6. Februar, jährt sich zum 10. Mal der internationale Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung. Frau Gruber, wo und in welchem Umfang findet dieser barbarische Akt von Verstümmelung an Frauen und Mädchen heute noch statt? Weibliche Genitalverstümmelung ist in 28 afrikanischen Ländern verbreitet, in einem Gürtel von Somalia in Ostafrika bis zum Senegal in Westafrika, dann auch in Teilen der arabischen Halbinsel und in bestimmten Gebieten in Asien. Bei der weiblichen Genitalverstümmelung werden meist minderjährigen Mädchen die Klitoris und Teile der Schamlippen entfernt. Oft geschieht diese Praxis ohne Narkose und unter unhygienischen Bedingungen. Die Betroffenen leiden an schweren Blutungen, können wiederkehrende Infektionen im Genitalbereich haben, die zu Schmerzen bei der Menstruation und beim Geschlechtsverkehr führen und unter Umständen auch dazu führen, dass Frauen später unfruchtbar sind. Weibliche Genitalverstümmelung ist durch Migration aber mittlerweile auch ein Thema in europäischen Ländern. Wir gehen davon aus, von Terre des Femmes, dass in Deutschland über 20.000 bereits betroffene Frauen leben und über 6.000 Mädchen der Gefahr ausgesetzt sind, entweder heimlich hierzulande oder in den Ferien im Herkunftsland der Eltern genitalverstümmelt zu werden. Gegen die weibliche Genitalverstümmelung ist offensichtlich schwer vorzugehen. Wie sieht die Projektarbeit von Terre des Femmes in den Ländern aus, wo dieses grausame Ritual Tradition ist? Terre des Femmes unterstützt zwei Projekte, die von mutigen Frauen vor Ort geleitet werden, in den westafrikanischen Ländern Burkina Faso und Sierra Leone. In Burkina Faso liegt die Beschneidungsrate bei etwa 70%. Die Organisation, die wir mit Öffentlichkeitsarbeit und Spenden unterstützen, geht zu den Menschen auf die Dörfer, klärt über die negativen Folgen weiblicher Genitalverstümmelung auf und macht ein dreijähriges Sensibilisierungsprogramm in den Dörfern. Es dauert in der Regel mindestens 3 Jahre, bis die Mehrheit der Dorfbevölkerung sich dafür entscheidet, weibliche Genitalverstümmelung komplett aufzugeben. Das liegt daran, dass die Praxis ein Jahrhunderte, wenn nicht schon Jahrtausende altes Ritual ist und die Beschneiderinnen, die die Genitalverstümmelung durchführen, daran verdienen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Beschneiderinnen in die Aufklärungskampagnen einzubeziehen und mit allen Gruppen in einem Dorf zusammenzuarbeiten. Das heißt, mit den Dorfchefs, mit den Männern, mit den Frauen, mit den Beschneiderinnen und mit den Jugendlichen. Dieser Prozess dauert in der Regel 3 Jahre, ist aber insofern sehr erfolgreich, als die Organisation, die wir in Burkina Faso unterstützen, in den letzten Jahren über 30.000 Mädchen vor der Genitalverstümmelung bewahren konnte. In Sierra Leone ist die Situation so, dass dort 90% der Mädchen und Frauen genitalverstümmelt sind. Das heißt, es ist noch schwieriger in diesem Land zu diesem Thema zu arbeiten, weil es ein großes gesellschaftliches Tabu ist. Die Organisation, die wir vor Ort unterstützen, geht auch in die Dörfer und hat für die Mädchen ein Schutzhaus gebaut, die aus ihren Familien fliehen, weil sie nicht genitalverstümmelt werden wollen. In dem Schutzhaus leben mittlerweile 12 Mädchen, die die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu machen, sodass sie die Möglichkeit haben, später ihr eigenes Geld zu verdienen, denn der Hauptgrund, warum Eltern ihre Töchter nach wie vor genital verstümmeln lassen, ist, dass in den Ländern das immer noch die Voraussetzung für eine Heirat ist. Das heißt, dass Sie mit Ihren Aktionen und Projekten auf jeden Fall Erfolge erzielen. Gibt es dennoch auch die Gefahr von Rückschlägen? Die ist
vor allem immer dann gegeben, wenn die politische Situation in den Ländern, in denen Genitalverstümmelung verbreitet ist, sehr instabil ist und von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Immer dann haben es Organisationen sehr schwer, vor Ort zu arbeiten. Und immer dann geraten die Mädchen- und Frauenrechte bei den Regierungen ins Hintertreffen. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur eine gute Zusammenarbeit von Regierungen, die landesweite Aufklärungskampagnen starten und die Kooperation mit Organisationen, die in die Dörfer gehen, auf Dauer zum Erfolg führen kann.